stehe hier jetzt mit Nils Quente, letztes Jahr im AStA für das Semesterticket verantwortlich und dieses Jahr die eine Hälfte des Spitzenduos der Juso HSG. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Ja, direkt zur Sache. Ihr beschäftigt euch in eurem Wahlprogramm viel mit allgemeinpolitischen und gesellschaftspolitischen Themen. Wie könnt ihr da trotzdem die Interessen der Studierenden vertreten? Also bei uns ergänzt sich das relativ gut. Also beispielsweise bei der Wohnraumproblematik sehen wir das so, dass da eine Beschränkung auf den universitären Kontext einfach nicht reicht. Dass man den Gang zu den Wohnungsgesellschaften, zum Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler unbedingt machen sollte. Und auch in anderen Teilbereichen sehen wir ganz klar, dass eine Vernetzung über die Universität hinaus, hinein in die Gesellschaft einfach auch sinnvoll ist und auch sensibilisiert für Themen wie beispielsweise auch Nationalismus aufkeimend, auch im universitären Kontext, Rassismus, Sexismus, das sind Sachen, die müssen halt durchaus nicht nur an der Uni angesprochen werden und bekämpft werden, sondern das ist immer auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Ihr kritisiert als Hochschulgruppe die Arbeit der Präsidentin Beisiegel. Warum und was würdet ihr da konkret ändern, wenn ihr wiedergewählt würdet oder auch als Hochschulgruppe generell? Was würdet ihr da weiter tun? Also zum einen finden wir die autoritäre Hochschule, wie Frau Beisiegel sie aufgebaut hat, einfach falsch und einfach nicht verhältnismäßig im Kontext der Verteilung der Menschen, die an der Uni auch arbeiten und studieren und lernen, wenn das alles zusammenkommt, ist da halt ein wahnsinniges Gefälle, Hierarchiegefälle. Und wir wollen halt auf jeden Fall über die Gremien, die uns zur Verfügung stehen, seien es Fakultätsräte, sei es halt der Senat, auf jeden Fall, zusammen mit den Grünen, weiter Druck ausüben und zusehen, dass wir eine Demokratisierung der Hochschule vorantreiben, vielleicht mit dem Ziel, durchaus Parität zu schaffen, dass so geschaut, dass die Mehrheit der ProfessorInnen gebrochen wird und weiterhin uns durchaus dafür einsetzen, den Studierenden eine stärkere Gewichtung auch in der akademischen Selbstverwaltung zu geben. Ihr habt jetzt im letzten Jahr den AStA gestellt und in dem Zuge 6 neue Referate eingesetzt. Wie rechtfertigt ihr diese Referate und die damit entstandenen Mehrkosten im Vergleich zum, sagen wir, vorhergegangenen AStA? Jedes unserer zusätzlichen Referate hat auf jeden Fall im Kontext unseres allgemeinpolitischen Mandats eine starke Bedeutung und Gewichtung. Wir wollten Schwerpunkte setzen, wollten sensibilisieren für Themen wie Gender und Diversity, politische Bildung. Die finanzielle Mehrbelastung hält sich halt im Grenzen. Also wir werden den Studierendenschaftsbeitrag halt nicht erhöhen. Eine große Forderung, ein großes Problem, was uns angekreidet wird, was halt nicht der Fall ist. Einmal in 30 Sekunden, warum dieses Jahr Juso HSG wählen? Juso HSG deshalb wählen, weil es mit uns ein weiteres Festival Kontrolle Rassisme geben soll, ein Campus-Festival. Wenn soziale Gerechtigkeit euch irgendwie wichtig ist, wenn es wichtig sein soll, dass wir Rassismus, Nationalismus und andere Nazi-Kotze beseitigen können und verhindern können an unserer Uni. Und abschließend auch deshalb, weil es uns wichtig ist, dass wir alle ins Studium bringen, die studieren wollen.